Wir treten dann in die Beratung der Petition zum bedingungslosen Grundeinkommen ein. Mit der Petition soll die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens erreicht werden. Ich habe hier schon Frau Susanne Wiest begrüßt und gebe das Wort an Frau Wiest. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Der Bundestag möge beschließen, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Diesen Satz haben wir jetzt vor fast 2 Jahren als sehr kräftigen Impuls in Richtung Bundestag geschickt. Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten? Ich habe aus der Politik eigentlich immer wieder den Satz gehört, wir müssen wieder Vollbeschäftigung erreichen. Dieser Satz wird gebetsmühlenartig wiederholt. Ich höre ihn seit fast 3 Jahrzehnten. Die Entwicklung ist doch genau gegenläufig. Immer mehr Arbeitsplätze werden wegrationalisiert. Menschliche Arbeit kann durch Maschinenarbeit ersetzt werden. Ja, ich war auch sehr enttäuscht, dass ich immer wieder gehört habe, nur dieser Satz oder so eine ewige Litanei. Also wenn sich jeder nur anstrengt, dann kann er hier auch einen Arbeitsplatz finden. Druck, Ausgrenzung von Arbeitsplatzlosen aus unserer Gemeinschaft. Ich höre Stigmatisierungen wie faul, ungebildet, asozial, selber schuld sozusagen. Und das empfinde ich nicht so. Warum gehen wir um Himmels Willen so miteinander um? Wir sind doch eine Gemeinschaft, eine Staatsgemeinschaft. Arbeitslosigkeit ist doch kein persönliches Scheitern oder Schicksal. Es ist keine Schuld oder kein Makel, kein Versagen. Und selbst wenn es so wäre, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der zentrale Satz unseres Grundgesetzes. In letzter Zeit entsteht manchmal der Eindruck, dieser Satz gelte nur für Besitzer eines Erwerbsarbeitsplatzes. Ich nenne nur die Kürzung des Existenzminimums, die mögliche Kürzung. Zwang, Drohung und Druck, das ist mit der Wahrung der Menschenwürde nicht zu vereinbaren und inakzeptabel. Arbeitslosigkeit, wie wir sie heute haben, der Verlust eines Erwerbsarbeitsplatzes, ist die logische Folge unseres technischen und geistigen Fortschritts. Eine Entwicklung über mehrere Generationen. Dieser technische Fortschritt ist ein Erfolg und ein Segen. Schreien wir nun, Hurra, endlich! Nein, wir sehen diesen Erfolg, anstatt uns zu freuen, seltsamerweise als Problem an. So wie wir heute aber damit umgehen, ist es ja auch ein Problem. Maschinen machen unsere Arbeit und wir Bürger haben kein Einkommen mehr. Die Einkommenslosigkeit ist also das Problem. Zu tun gibt es ja genug in unserem Land. Sinnvolle Arbeit gibt es so viel, wie es Menschen gibt. Nur wird sie oft nicht oder nur unzureichend bezahlt. Die wertvolle Erziehungsarbeit, die Eltern leisten, ist nur ein Beispiel für Arbeit, die zwar geleistet wird, aber nicht entlohnt wird. Um leben zu können, um tätig werden zu können, brauche ich ein Einkommen. Und um in Würde leben zu können, benötige ich ein Einkommen deutlich über der Armutsgrenze. Mir ist langes auch nichts Neues, Kreatives oder Zukunftsweisendes eingefallen auf diese Frage, wie wir unser Zusammenleben gestalten können, bis ich auf den Kulturimpuls bedingungsloses Grundeinkommen gestoßen bin. Ich finde, das ist eine Idee, die Antworten auf die Herausforderungen der Zeit anbietet. Endlich. Licht am Ende des Tunnels. Mit dieser Idee geht das Denken weiter und sie passt auch sehr gut zur Demokratie. Wir zahlen an jede und jeden von uns ein existenzsicherndes Grundeinkommen von der Geburt bis zum Tod. Jeden Monat. An dieses Einkommen knüpfen wir keinerlei Bedingungen, keinen grundgesetzwidrigen Arbeitszwang, und es steht jedem Bürger zu. Das bedingungslose Grundeinkommen als Bürgerrecht. Ein Grundeinkommen so hoch, dass ich auf dem Arbeitsmarkt, sollte mir ein Angebot nicht zusagen, selbstverständlich auch Nein sagen kann. Die Freiheit des Einzelnen bleibt meiner Meinung nach gewahrt. Und wo sie bislang beschnitten war, wird sie möglich.
Jeder Mensch hat eine solide wirtschaftliche Basis und kann sein eigenes Leben frei gestalten. Das bedingungslose Grundeinkommen macht unsere Marktwirtschaft sozial. Wer viel arbeiten will, kann das tun. Wer reich werden will, kann das unternehmen und bleibt doch auf einem Boden, der die Freiheit eines jeden von uns gleichermaßen gewährleistet. Nicht du oder ich, sondern du und ich. Bewegen wir das Thema mit aller Geduld, mit aller Liebe und mit aller Sorgfalt. Und wenn wir Bürger das bedingungslose Grundeinkommen mehrheitlich als Lebensbasis wünschen, werden wir Sie, unsere gewählten Volksvertreter, mit der Umsetzung beauftragen. Alle Macht geht vom Volke aus. Die Demokratie sind wir alle. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Dankeschön, Frau Wies, für Ihre Ausführungen. Für die Herrschaften auf den Rängen, wenn Sie sich entsinnen, hatte ich vorhin gesagt, mich bitte von Beifallsbekundung Abstand zu nehmen. Auch keine Zwischenrufe bitte und bitte das demnächst zu berücksichtigen. Die Berichterstatterrunde ist eröffnet. Herr Lehrieder hat sich gemeldet. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Wiest, das klingt alles toll. Gehen Sie davon aus, dass bei einem bedingungslosen Grundeinkommen tatsächlich die Arbeitsleistung, die Motivation steigt, beziehungsweise eben hier die Arbeitsleistung dieselben wäre? Wenn jemand das Geld hat, ohne arbeiten zu müssen, setzt er sich dann auf die Couch und guckt nur noch fern oder wird er dann kreativ? Ich kann mein näheres Umfeld betrachten und da kann ich sagen, ja, ich gehe davon aus, dass die Motivation und die Initiative in einer freien Situation, in einer freien Atmosphäre, in einer Atmosphäre, die den Einzelnen integriert, ich glaube, das steigt. Wir geben Milliarden Euro jedes Jahr aus, um auch Weiterbildung, Qualifizierung anzubieten, um die Menschen, die auch in Arbeitslosigkeit geraten sind, fit zu machen, in einer sich ständig weiterentwickelnden Arbeitswelt auch nach einer Zeit der Nichterwerbstätigkeit wieder Fuß zu fassen. Je höher die Ansprüche sind, die man ohne Arbeit hat, desto größer ist die Zahl der Menschen, für die sich dann das Arbeiten persönlich nicht mehr lohnt. Ich wäre nun der Letzte, der sagen würde, dass Arbeit nur dem Broterwerb dient. Arbeit hat auch was mit menschlicher Würde zu tun. Sie müssen dann hoffen, dass es genügend Leute gibt, die das Arbeiten für richtig erachten, für ihren persönlichen Lebensentwurf. Die Arbeitsplatzentwicklung, Frau Wiest, ist in unserem Land nicht so, wie Sie sie beschrieben haben, sondern wir haben eine Rekordzahl sowohl an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen als auch an erwerbstätigen Personen insgesamt. Da habe ich so das Gefühl, kann ich nur so sagen, ich lebe in einem anderen Land, also als Sie. Sie sagen, das mit der Arbeitslosigkeit ist gar kein Problem. Das sehe ich anders. Ich erlebe Menschen in den unsinnigsten Beschäftigungsmaßnahmen, die man sich nur vorstellen kann. Und ich persönlich verzichte darauf, dass mich jemand an der Hand nimmt und wieder an den Arbeitsmarkt heranführt. Ich kann laufen, ja, seit ich 2 Jahre alt bin. Und ich kann auch zu jeder Arbeit hinlaufen. Das ist kein Anreiz heute. Das ist der blanke Druck. Wollen wir in einer Gemeinschaft leben, in dem wir gedrückt, geschoben, gezogen werden? Oder haben wir hier nicht genug Güter, genug Reichtum, um das auch anders zu organisieren? Tapeten werden angekleistert und dann wieder abgerissen, damit die nächste ABM-Truppe das machen kann. Es ist unsinnig. Ich finde das nicht intelligent. Ein Reisebüro bietet Ihnen an, dass Sie eine Reise in Anspruch nehmen können, ohne zu zahlen. Sie können die Reise aber auch für 1600 Euro kaufen. Wie würden Sie sich entscheiden? Im Vordergrund steht, möchte ich da überhaupt hin, wohin die Reise geht? Ja. Per Jahr 2009 ein Steueraufkommen insgesamt von 524 Milliarden. Die Umsatzsteuer beträgt jetzt beim jetzigen Satz 177 Milliarden davon, also knapp 34%. Würden wir nun Ihrem Vorschlag folgend noch die Ausgaben der Sozialversicherungen hinzuzählen, kämen wir rund auf ein Finanzierungsvolumen von 1 Billion Euro. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil
das linear hochzurechnen ist schwierig, da kämen wir auf einen Satz von 130% Umsatzsteuer. Bekommt er etwas geschenkt, kauft er es sich nicht. 2,30 Euro, um es mal vorsichtig zu rechnen. Nur noch mal zur Nachfrage. Also die Konsumsteuerbefürworter sagen ja, auf der anderen Seite fallen aber auch noch Kosten weg. Das müsste eigentlich mit berücksichtigt werden. Da gibt es aber keine Berechnung zu, soweit ich das weiß. Haben Sie sich damit auch auseinandergesetzt? Ja, aber nicht im Rahmen dieser Petition hier. Wir haben nur das Modell, wie es vorgestellt war, genommen und haben gegenübergestellt, was haben wir heute für Abflüsse. Wir haben darüber hinaus in der Vorbereitung auf die Petition der Frau Wiest keine weiteren Annahmen getroffen. Mir ist aufgefallen, in letzter Zeit haben wenige Ideen hier in der Politik eine Chance, sich eine Weile zu entfalten, ohne gleich mit so einer Finanzkeule niedergeschlagen zu werden. Also ich wünsche dieser Idee, dass sie hier einen Raum bekommt. Zum Beispiel bei Ihrem Einkommen, dürfte ich mal sagen, würde das dann meiner Vorstellung nach so aussehen. Ich weiß nicht, was Sie verdienen. Ich sage jetzt mal, Sie verdienen 7.000 Euro. Dann könnte man doch sagen, 1.500 davon heißen Grundeinkommen von Ihrem Gesamteinkommen. Und 5.500 heißen dann Erwerbseinkommen. Modelle gibt, also in Deutschland gibt es wohl 8 ausgearbeitete Modelle für ein existenzsicherndes Grundeinkommen. Nicht alle gehen, wie ihr es, auf die Konsumsteuer, sondern einige versuchen ja auch über die Einkommenssteuer eine Umverteilung zu erwirken, die eher bedeutet, dass das reichste Drittel draufzahlt und die unteren 2 Drittel besser gestellt sind. Sie beziehen sich nun eher auf den Ansatz der Konsumsteuer. Und ich kenne mehrere Leute, die ihre Petition unterstützt haben, obwohl sie jetzt nicht dieses Modell befürworten, aber weil sie gedacht haben, es ist ein guter Anlass, um die Idee zu befördern. Und vor diesem Hintergrund interessiert mich, was halten Sie von dem Vorschlag, im Bundestag eine Enquetekommission einzurichten, die die Aufgabe hat, die unterschiedlichen Modelle zu sichten und zu schauen, was wären Schritte, die man zu deren Einführung einsetzen kann. Ja, ich finde eine Arbeitsgruppe im Bundestag, denke ich, ist ein richtiger Schritt. Was halten Sie von den Vorschlägen, die es derzeit beim SGB II gibt, die Sanktionsparagraphen 31 und 32 auch in diesem System, jetzigen System schon wegfallen zu lassen? Ja, ich finde, den kann man sofort abschaffen. Und ich wüsste gerne mal von Ihnen, wie Sie erklären, dass Ihr Vorschlag so viel oder auch andere Vorschläge in dem Zusammenhang so viel Zustimmung finden. Und was sind das eigentlich für Menschen? Ja, einfach weil das Thema Kraft hat und gut ist. Also das spüre ich ja selber auch. Das ist ein starkes Thema, das ist eine Idee, die viele Leute bewegt, die bewegt mich. Ich arbeite da ja auch komplett ehrenamtlich, viele Stunden mittlerweile täglich für das Thema. Mittlerweile in allen Parteien wird es diskutiert. Beim CDU-Bundesvorstand gab es eine Kommission, die sich damit beschäftigt hat. Der Dieter Althaus hat letzte Woche da die Ergebnisse vorgestellt. Die Linke hat am Samstag darüber diskutiert. Bei der SPD gab es beim Kreisverband Rhein-Erft am Samstag einen Parteitag, der es mit 85% ein eigenes Konzept verabschiedet hat. In der FDP wird das Bürgergeld diskutiert, wobei die Ursprungsidee von Joachim Mitschke auch in Richtung Grundeinkommen geht. Bei uns Grünen wird es auch diskutiert. Es gibt also eine sehr breite gesellschaftliche Debatte über das Thema. Haben Sie sich mit den entsprechenden Untersuchungen zu Finanzierung, zu Arbeitsmarktangebotswirkung etc. beschäftigt oder nicht? Das war meine Frage. Herr Ständigenrat, Konrad-Adenauer-Stiftung, was ist? Können Sie darauf antworten? Ich habe gesagt, es steht diese Petition der Frau Wiest hier heute zur Debatte und über die rede ich. Ich habe jetzt noch eine Frage zum vierten Merkmal vom Grundeinkommen, und zwar, dass es ja ein individuelles Recht ist, also dass es eben vollkommen egal sein soll, mit wem man wie zusammenlebt, ob man verliebt, verlobt, verheiratet oder geschieden ist. Warum finden Sie es da so wichtig? Ja, das wäre einfach klasse. Ich war auch lange alleinerziehende Mutter und da wäre ein Grundeinkommen einfach super gewesen. Ja? Es gibt Brüche, es gibt Pausen, es gibt Jobwechsel, es gibt Neuorientierung und das Grundeinkommen reagiert auf diese Tatsache, dass wir über diese verschiedenen Phasen einfach immer unser Grundeinkommen mitnehmen. Das finde ich sehr cool.